Servus, Gude und Hallo zu einem neuen Let's Play von Tomb Raider. Wir sind jetzt bei Part 5 mittlerweile. Wir haben uns hier ein bisschen freigeballert gerade. Das hat man so ein bisschen im Vorspann gesehen schon. Der Typ da oben ist eigentlich auch weg. Ich glaube, das war der, hoffentlich. Wir ballern uns hier weiter jetzt mal durch. Da ist ein Schatten. Das ist mein eigener Schatten gewesen. Ich weiß es nicht. Ihr Penner, ey, wo seid ihr? Ich hab keinen Bock zu sterben. Alter, mit dem dicken Gewehr. Oh, den hab ich gar nicht gesehen. Wo kam der denn her? Der hier ist gemein. Komm da raus. Oh, der wollte gerade einen Feuerpfeil nach mir schießen. Gott sei Dank haben wir das vereitelt. Ein paar Pfeile mitnehmen, falls unsere Munition gleich mal leer ist, weil das kann gut passieren, dass unsere Munition gleich nämlich mal gerade den Geist aufgibt. Hier liegt ein Hut in der Ecke. Den hat der... Oh, das Licht geht mir auf den Sack. Jetzt war's das mit dem Licht. So, Mäuschen, jetzt musst du mal gucken, was du kannst. Meine Güte, das ist schon voll das Ego-Spiel geworden. Tomb Raider, das der Ego-Shooter. Das ist ja der Hammer. Du kommst ja gar nicht mehr klar auf dein Leben hier. Ah, eine Kiste mit Munition. Ne, mit Bergungsgut, Entschuldigung. Ja, und jetzt? Wie komme ich denn hier weiter hoch? Leute, so geht das ja nicht, mich hier zu verarschen, dass ich hier rumlaufe wie ein Depp. Irgendwie sitze ich hier total blöd zum Zocken. Mal ein bisschen zurücklehnen. Meine Güte. Let's Playen ist echt körperanstrengend. So, hier geht's hoch. Und da kommen bestimmt noch ein paar neue Freunde gleich wieder, die uns ein bisschen ärgern wollen. Dieser Bunker. Zweiter Weltkrieg. Wahrscheinlich japanisch. Wahrscheinlich. Oh, es ist eiskalt. Tja, damit musst du leben, Frau Tomcroft. Frau Kraft. Tomcroft. Boah, was hängt denn hier für einer? Das ist aber kein Mensch, oder? Doch, das sollte ein Mensch darstellen. Dann müssen wir mal kicken, wo wir hin müssen. Ey, gehst du mal aus dem Wasser raus, Madame? Das sind nur Stufen, keine Sorgen, die tun dir nichts. Ich will mir eher Sorgen machen um die dicken Gegner hier überall. Gut, jetzt müssen wir hier uns ein bisschen wieder mit Aktionen befreien. Oh, abgebrochen. Ja, toll, du blöde Kuh. Hast du ja schön gemacht. Hast du voll verkackt. Meine Güte, diese Dame. Eine Ratte. Noch eine Ratte. Vorsicht, Vorsicht. Es ist voller Benzin. Was? Voller Benzin. Schmeiß mich nun gleich einen Cocktail nach mir. Echt? Wofür brauchen Sie das? Generator von... Pass auf, jetzt geht's bumm. Oh. Jetzt haben sie Verstärkung gegeben. Solange keiner von hinten kommt, ist mir alles egal. Oh, oh, das war leider daneben ein bisschen. Komm, stirb doch jetzt endlich. Bleib unten, Mäuschen. Bleib unten, Mäuschen. Es ist noch nicht vorbei. Ja, schmeiß mal ein halbes Magazin weg. Hast ja so viel davon. Langsam könnte man mal eine dickere Waffe gebrauchen. Was ist das hier? Da kannst du eine Fackel anzünden. Schön. Bisschen Bergungsgut gefunden. Meine Güte, hier findest du ja mehr Quatsch als wie Munition jetzt wieder. Ich komme mir vor schon wie bei, was war das nochmal? Ah, Zombie U. Zombie U. Zombie U. Ah, mal ein bisschen Money, ein bisschen davon, ein bisschen Schnaps. Die läuft ja immer noch. Was ist das denn da? Wie, du kannst das an... Ah, gehen wir mal gucken, was das passiert, wenn wir das da anzünden. Ja, Mäuschen, du kannst wieder gerade laufen. Du läufst mir gerade ein bisschen zu homo. Ah, das ist ja ein zu viel. So. Ah, falsch umgelaufen. Du bist auch nicht bei Zelda, Mezzo. Du brauchst dich nicht zu beeilen. Die Fackel brennt nicht so schnell runter. Sag mal, hat die was nicht... Warum läuft denn die so blöd? So, dann machen wir die Fackel wieder aus. Ach Gott, da musst du lauter Dinger zerfackeln. Okay, das ist die Herausforderung wieder, denke ich mir mal. Pack deine Waffe aus, Schatz.
Das geht schon gleich wieder los, denke ich mal. Da, guck. Na, komm her. Hey, da war doch was mit irgendwie. Bäm, hast du das gesehen, Junge? Mein neuer Skill. Erstmal schön wegschubsen und, oder auf Seite gehen und dann schön mal Dreck in die Fresse schmeißen. Den habe ich neu gelernt, Leute. Wo kam der denn jetzt her? Hier oben? Oh Mann, ey, das sieht echt böse aus hier. Aha, ey, die hausen doch hier wie die Penner. In diesem alten Sendemast hier, die hausen hier wirklich wie... Was sollte das jetzt? Was sollte das? Wollt ihr mich verarschen? Was haben wir hier? Eine Lampe. Toll. Die können wir mit L1 schmeißen. Nein, Quatsch, oder? Und was soll das jetzt gebracht haben? Also mir hat das jetzt nicht sehr viel gebracht. Ich glaube, ich habe so ein bisschen verkackt. Ich muss jetzt mal ein bisschen denken. Auf jeden Fall ist da oben das Ding aufgegangen. Das ist ja schon mal Fakt. Wir haben hier Treppen, die aber bestimmt ins Nichts führen, oder? Das sind keine Treppen, ich dachte schon. Also, wir haben hier ein paar Dinger zum Aufraffen. Hier so ein paar gummige Lampe. So, die haben wir jetzt schön zum Spazieren. Da haben wir nochmal was zum Anfackeln eigentlich. Was dafür gedacht ist, glaube ich nicht. Dann kicken wir mal hier hinten dran, was hier so großartig sein soll, was wir anzünden müssten. Wir könnten natürlich jetzt hier erstmal auf die Wand schmeißen, indem wir diesen machen. Plopp, und dann brennt es genauso. Oh. Naja, das ist aber nicht Sinn der Sache, glaube ich, jetzt so ganz. Auf jeden Fall sollte da durchschmeißen. Aber wo soll denn das am Ende landen? Die Lampen kommen immer wieder neu. Ich schmeiß das jetzt einfach mal da oben an die Decke, um zu gucken, wenn es runterfällt. Was passiert denn da? Ich weiß nicht, wofür die Lampe jetzt war. Ich bin trotzdem hier in den Raum reingekommen. Ich hab... Läuft so jetzt so ein Zeitlupe, Madame? So, hier geht schon mal nichts, oder wie? Hallo? Ja, füll dein Magazin wieder auf. Da ist was zum Drücken, da. Und bitte robst nicht wieder ab, Queen Elizabeth. Wir brauchen das nämlich noch. Wallach, wo kommt denn der Chabo her? Komm her, Junge. Oh, hier ist ein bisschen Gas drin. So, und jetzt müssen wir bestimmt das Ding nehmen, Alter, und pfeffern den voll weg damit. Oh, nein. Ups. Das hat aber schön Bumm gemacht. Wo ist der Chabo? Ist der jetzt kaputt oder was? Da ist wieder was zum Anzünden. Ob ihr hier die Fackel aufladet. Oh, die Mäuschen gehen mal aus den Flammen da raus. Jawoll. Beende es. Okay. Fahr zur Hölle. Wir haben eine neue Waffe. Die können wir jetzt hier auch noch im Schnell... Hoppala. Wir haben jetzt drei Waffen zur Auswahl. Wir haben den Bogen, wir haben die... also da der Bogen, da haben wir jetzt... Sturmgewehr oder was auch immer. Und eine Pistole, P8, wollte ich gerade sagen. Und jetzt geht es wieder los. Wir können unser Bergungsgut jetzt noch für andere Scheiße ausgeben. Wir haben noch einen Cash gefunden. Jetzt soll doch eine Waffe sein. Hey! Ich weiß auch, wenn wir so ein scheiß Sturmgewehr gekriegt haben. Boah! Ah, die schützt automatisch um auf meine P8. Der 8 sagt schon wieder. Wow, 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 was hat der für Flammen dabei?
wieder nach Geschwindigkeit. Also die haben auf jeden Fall schon die Feuerpfeile. Lass die mal umfallen, das ist ja der Hammer, ey. So, jetzt können wir erstmal schön looten, alles aufsammeln, was es hier so gibt. Junge, ballern die aus allen Rohren, sag mal, die haben sie doch nicht mehr all. Erstmal schön in die Fresse geleuchtet und dann erstmal voll auf mich zugeballert, ey. Das sind die richtigen Meckisse, weißt du? Wir haben ein neues Lager direkt hier in der Nähe, das ist schon mal gut. Das könnte aber auch schlecht sein. Wo ist denn das Lager? Hier drin oder was? Ah, hier in einer Bergungstruhe. Vater Matthias wird uns befreien. Wovon? Dieser Insel? Oh wei, oh wei. Oh wei, oh wei, oh wei. Das ist aber gar nicht so gut. Alles klar. Weißen Bescheid, Meckes. Oh, da ist noch was. Da wird noch einiges sein. Wir haben den zweiten Cache gefunden, auf Anhieb, ohne großartig zu gucken. Aber wo soll denn hier das Lager sein? Wollt ihr mich jetzt ein bisschen verkackeiern, wa? Wollt ihr mich ein bisschen verkackeiern? Hat sich automatisch aktiviert, wa? Ah, dann müssen wir auch in die Richtung gehen, mal einfach. Wäre ich sowieso jetzt... Ah, da guck mal, hier wäre was zum Explodieren gewesen. Ein schönes... Alter, voll der Ninja! Junge, spinnst du? Junge, erschreck mich noch einmal so, ey, du blöde Drecksau. Hab ich mich jetzt erschreckt, ey. Lecco mio, ey. Meine Güte. Spinnst du, oder was? Mal lieber die Waffe direkt rausholen, man weiß ja nie, was hier los ist. Alex, bist du da? Ja. Die Konsole ist Schrott. Verdammt. Gut. Wenn hier kein Elektromarkt ist, dann musst du es manuell über die Wartungskonsole erledigen. Okay. Das klingt doch ganz einfach. Ja, dann... Du musst sie erstmal finden. An diesen alten Türmen werden sie meistens oben angebracht. Ich meine, ganz oben. Schon wieder klettern. Großartig. Oh. Ist ja eigentlich schon ein süßes Mäuschen, gell? Ist ja eigentlich schon eine hübsche, die sie da gebaut haben. Sie sieht anders da aus, wie sonst. Ach du Leberje, und jetzt? Müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht mal verbrennen. Ach du. Leck mich am Arsch! Mein Herz! Leute, ihr seid ein bisschen crank, Alter. Das ist ja doch behind. Da scheißt ihr dir in die Box. Hey. Ich mach gleich aus. Das mit dem Turm muss jetzt aber klappen. Boah, Junge, 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 ey. Vor allem, wenn der Controller so in der Hand am Springen ist. Aber ist ein Sappes hier. Gib mal Gas. Drück mal. Jawoll. Keine Suppe in der Knoche, hä?